Über die Dörfer. Gregor. Mein Bruder hat mir einen Brief geschrieben. Es geht um Geld, um mehr als Geld, um das Haus unserer verstorbenen Eltern und um das Stück Grund, auf dem es steht. Beides habe ich als der Älteste geerbt. Mein Bruder wohnt in dem Haus mit seiner Familie. Er bittet mich, auf das Haus und das Grundstück zu verzichten, damit unsere Schwester sich selbstständig machen und sich ein Geschäft einrichten kann. Meine Schwester ist angestellt in einem Warenhaus. Mein Bruder hat ein Handwerk gelernt, arbeitet aber seit langem nur noch auf Großbaustellen, weit weg vom Haus und vom Dorf und tut dort alles Mögliche, das nicht mehr mit seinem ursprünglichen Beruf zusammenhängt. Es ist eine lange Geschichte. Ich erinnere mich an keinen Moment ausgesprochener Liebe zu den Geschwistern, aber an nicht wenige Stunden der Angst und der Sorge um sie. Noch vor dem Schulalter waren sie einmal einen ganzen Tag verschwunden und ich lief den Bach ab bis jenseits des Nachbardorfs, wo er schon in den großen Fluss mündete. Wir wussten vielleicht nichts Besonderes miteinander anzufangen, aber es war immer wieder eine Beruhigung, sie ums Haus zu wissen. Wir waren oft uneins, aber das Versöhnende war jedes Mal der Gedanke, wir sind doch alle da. Später war ich es, der wollte, dass sie gleich mir länger auf Schulen gingen. Ich blieb der Einzige, der das wollte. Oft bei der Abreise in die Universitätsstadt ging ich mit dem Koffer an dem Sägewerk vorbei, wo ich den kaum ausgeschulten Bruder in seiner blauen Arbeitermontur sah, fuhr dann im Omnibus an der Gemischtwarenhandlung vorbei, wo ich die Schwester in ihrem Lehrmädchenkittel vor den Stoffballen oder hinten im kalten Magazin wusste und spürte dann in der Brust ein Stechen, das nicht das übliche Heimweh war. Ich werde etwas tun, dachte ich. Aber durch all die Jahre weg vom Dorf entschwanden die Geschwister und ich fand andere Angehörige, zum Beispiel dich, und das erscheint mir recht so. Die Verwandten waren nur noch wie ferne Stimmen im Schnee. Bloß einmal kam einer von ihnen wieder nah. An einem Abend schaute ich im Fernsehen die Geschichte von einem halbwüchsigen Mädchen an, das als Vergewaltigte vom Dorf geächtet wurde und sich am Ende umbrachte. Sie wickelte sich in einen Schleier oder Umhang und rollte damit eine Flussböschung hinunter. Sie blieb freilich immer wieder hängen im Gebüsch oder im hohen Gras oder weil die Böschung zu flach war und der Schwung noch nicht stark genug. Endlich gelang es ihr doch, sie plumpste ins Wasser und ging auf der Stelle unter. Und bei der Orgelmusik, die zugleich einsetzte, packte mich ein Weinkrampf. Es war eigentlich kein Krampf, sondern eine Art Lösung oder Befreiung. Das nächtliche Zimmer von damals ist ein sehr klarer und weiter Raum. Das Bild, das mit dem ertrinkenden Mädchen auf mich einstürzte, handelte von meinem Bruder und befahl mir, ihn von zu Hause aus dem Dorfbereich, den er noch kein einziges Mal verlassen hatte, wenigstens für eine kurze Zeit herauszuholen und ihm etwas von der anderen Welt zu zeigen. Er musste wenigstens einmal weg von seiner Arbeit und in einem anderen Gewand auftreten als in seiner blauen Montur und von dem Glanz der Städte wenigstens eine Ahnung kriegen. Bis dahin kannte er einzig die nahe Landstadt und diese fast nur von dem Bett der Arbeiterunfallklinik. Noch nicht erwachsen, hatte er an Armen und Beinen schon Narben und Verstümmelungen wie sonst kaum ein Veteran. Er folgte dann gehorsam meiner Einladung. Es wurde nichts Großes daraus, aber immerhin, es war gewesen.
In den Jahren danach kam es freilich zwischen dem Bruder und mir zur Entzweiung. Die Ursache dafür, dass er den Eltern Kummer machte, weit über das dörfliche Maß hinaus. Ich veranlasste schließlich, dass er von Haus und Grund verwiesen wurde. Es kam zu einer Szene, bei der ich in der Haustür stand und der Verstoßene weiter weg an der Grundstücksgrenze vor dem Nachbarhaus zwischen uns, die mit seinen Sachen vollgepackte Reisetasche, die ihm am Morgen, als er von irgendwo daher kam, auf den Weg gestellt worden war. Das Stillschweigen im Haus hinter mir, wo gerade noch die fast lautlose Wehklage um den Sohn die Räume erfüllt hatte. Ich schrie zu dem Bruder hinüber: Wenn du es wagst, hier noch einmal über die Schwelle zu treten, dann erschieße ich dich. Er antwortete darauf nur mit Hohn, denn es gab bei uns ja kein Gewehr im Haus und das Einzige, auf das ich bisher geschossen hatte, waren die Plastikblumen an den Kirtagsständen gewesen. Komm her und ich schlage dich nieder, schrie er zurück. Und dabei blieben wir doch beide, wo wir waren, ich auf dem Haustorstufen, er an der Grundstücksgrenze, und tauchten auf die Entfernung alle möglichen Drohungen und Verfluchungen aus. Und in der folgenden Nacht holte er tatsächlich seine Tasche ab und verschwand ins Ausland, als Fremdarbeiter in irgendeine Barackenunterkunft irgendeiner Großstadtperipherie. Trotzdem kam mir im Nachhinein jener Verfeindungsauftritt unecht und bloß gespielt vor. Schon im Verlauf der Beschimpfungen war mir zwischendurch zum Abwinken und Lachen zumute. Wir hätten jederzeit aufhören und ohne einen Gedanken an das gerade Fortgefallene zusammen ein Bier trinken gehen können. Bei allem Unheil, für das der Bruder verantwortlich war, wir hatten im Grund nichts gegeneinander, gar nichts, auch nicht damals in unserer Streitstunde, aber wir hatten das Spiel wohl spielen müssen. Endgültig war damit nichts geworden. Nicht wenige Traumbilder handelten von ihm und solcher Art verkehrten wir weiterhin miteinander. Das Wiedersehen an den Grablöchern der Eltern bedeutete dann nicht etwa die Aussöhnung, sondern bestätigte, bekräftigte, beruhigte und setzte außerdem fest: Wir würden einander nie wieder ein böses Wort sagen. Ich wusste doch, dass ich vielleicht noch weit ärgere Dinge als damals der Bruder getrieben hätte, wäre ich dem vorgegebenen Lebenslauf nicht durch irgendein Glück entkommen. Der Bruder liebt seine Frau und sein Kind wie seine Retter. Und das Anwesen ist für ihn ein Reservat geworden. Er will nie mehr von dort weg und hat sich bei der Beerdigung der Eltern das Bleiberecht auf Lebenszeit erbeten. Seinerzeit auf dem Friedhof sah ich den Taugenichts neu, als einen stolzen, zugleich ortsfremden Menschen. Es war weniger ein Blick als ein Geruch, und der Geruch ist nachhaltig. Der Brief zugunsten der Schwester ist ein Rätsel. Und wieder nicht. Denn als wir uns damals umarmten, roch ich an meinem Bruder auch das ewige Opfer. Nova, du fingst von zwei Geschwistern an und am Ende ging es nur noch um einen. Gregor, die Schwester war von uns dreien die ungefährliche, auch die geheimnislose, harmlose. Für ihren Beruf oder ihre Stellung war sie nicht typisch. Nie hätte man sie als Verkäuferin nennen können. Sie stand hinter dem Laden in der Gemischtwarenhandlung oder später in der Etage des Warenhauses, jedes Mal, wenn ich sie besuchte, eher wie eine Aushilfe oder wie eine gute Bekannte der Verkaufsperson, deren Verhalten
Verwandten daneben unverkennbar offiziell war. Meine Schwester erschien dagegen verantwortungsfern unbekümmert. Sie verkaufte wohl nicht ungern, aber ohne Eifer oder Leidenschaft. Ihre Schrift auf den Kassazetteln ist immer eine Kinderschrift geblieben. Sie wollte allerdings auch nie ernsthaft etwas anderes sein als eine untergeordnete Angestellte. Nie habe ich so etwas wie Mitleid für sie gespürt, und doch wirkte eines jeweils stark nach. Und das waren die Blicke, die die jeweiligen Geschäftsinhaber oder Aufsichtspersonen von Weitem auf die Schwester warfen, wenn sie mit mir, der kein Kunde war, länger als für einen Begrüßungssatz Privatgespräche führte. Wie ausgeschaltet in solchen Momenten das Tageslicht. Es gab dann nur noch die blinkenden Metallstangen mit den bunten Kleiderbahnen, den Kunststoffboden und die Schrankluft, totgefärbte Haare hier wie dort, statt Augen Schatten und das wunde Rot der Fingernägel. Einmal fiel mir da auf, dass meine Schwester bucklig geworden war und ich wollte sie aus ihrem Loch heraus. Aber wie und wohin? Ich traute ihr keine Selbstständigkeit zu. Ein Laden heutzutage, ja, wenn ein Vorfahr dazu sozusagen als der Hausgeist mittut. Aber in den neu errichteten Geschäften, auch in den verwinkelten alten Räumen, ist das nicht alles bloß nachgestellt. Und trotzdem habe vielleicht gerade ich damals der Schwester den Gedanken an sich selbstständig machen in den Kopf gesetzt, indem ich ihr vorschlug, aus dem Beruf und ihrer Klasse wegzugehen, in keine höhere, nur eben weg. Die Hypothek jetzt wäre ihre Möglichkeit. Aber ich bin nicht bloß unschlüssig, sondern fühle mich auch schuldbewusst, als hätte ich der Schwester eine immerhin sichere Stellung ausgeredet und damit zugleich dem Bruder das gerade ihm so notwendige Territorium gefährdet. Denn ich gebe das Haus im Voraus verloren. Aus einem Geschlecht von Habenichtsen kann kein Geschäftsgeist kommen. Hans, ich habe dich schon von Weitem erkannt an deiner Haltung. Immer noch gilt, was die Eltern schon damals von dir sagten. Er schaut aus, als ob er nichts versteht. Aber ich weiß auch, dass das nicht stimmt. Dir entgeht wenig. Du bist schlau. Du hast das Kommende jeweils schon vorausbedacht. Nie war ich sicher, woran ich mit dir war. In allen Spielen hast du mich geschlagen. Du warst kein Falschspieler. Aber du bist jedenfalls zu uns Geschwistern in der Regel ein grausamer Gewinner gewesen. Du bist dann tatsächlich jedes Mal dagesessen wie einer, der gesiegt hat. Nie hast du uns anmutig überwältigt, wie sich das gehört, damit dein Sieg auch bewundert werden kann. Denn unser Sprichwort sagt doch, ein guter Sieg muss die Besiegten freudig stimmen. Nein, du hast uns, den Verlierern, die Beschämung kaum je erspart. Mir hat das ja wenig ausgemacht, wohl aber der Schwester. Sie konnte nicht verlieren. Schon bei der kleinsten Niederlage war sie nicht mehr imstande, weiterzuspielen. Und in ihrer Wut weinte sie nicht nur, sondern plärrte laut heraus und du hast sie ausgelacht. Weißt du noch, wie sie sich dann manchmal einschloss und wie du nicht anders konntest, als ihr nachzugehen und vor der verschlossenen Tür weiter zu spotten? Warst du so nur beim Spiel? Nein, auch sonst. Wenn man dich gebraucht hätte, warst du oft nicht da. Die Eltern haben beständig darüber geklagt.
Er ist nur für sich und will von niemand etwas wissen. Er hat so viel Mitgefühl und kann dabei die Schwachen auf Dauer nicht leiden. Denn wieder bist du aufgetreten und warst ganz unser Bruder. Schaut her, das ist unser Bruder, haben wir gesagt. Er ist ein bisschen anders als wir und gehört doch zu uns. Er ist wie wir und wird uns nie vergessen. Niemand hat mir vorher geglaubt, dass du hierher in diese Ödnis kommen würdest. Und jetzt bist du wirklich da. Die Brüder umarmen einander und Hans läuft zurück zum Umkleiden in die Baracke. Hans: Hier steht ihr, mein Herr Bruder. In meinem ersten Lebensjahr hat er im Haus ein meinetwegen angebrachtes Gatter unversperrt gelassen und ich bin die Stiege hinuntergekugelt und mit dem Kopf auf den Zementboden geknallt, so dass ich's, wie man sagte, dann nur noch zum Arbeiter taugte. Zu Besorgungen geschickt, nahm er uns zwei Geschwister mit, setzte sich dann irgendwo an einen Wegrand und las und las, und wir anderen, die wir ja allein noch nicht heim wussten, standen umhin herum und schluchzten, jammerten und brüllten, ohne dass der sich auch nur einmal davon bei seinem Gelese stören ließ. Als er uns später bei den Schulaufgaben helfen sollte, stand er dabei und schlug uns auf die Köpfe, und wenn die Tränen auf die Tinte tropften, riss er die Blätter aus dem Heft, eins nach dem anderen, und keiner wagte da mehr, ihn zu strafen. Das ganze Haus, die ganze Gegend war schon von ihm eingeschüchtert, weil er so war, wie er war. Er zwang uns in den Wald zum Bären sammeln und wollte nicht verstehen, dass wir anderen nicht wie er den Ehrgeiz zum Füllen der Gefäße hatten. Stumm standen wir im Strauch und Moos und ließen uns von ihm als tierisch faul beschimpfen. Für jeden Schlag und jedes Schimpfwort schwor ich damals Rache. Nur selten spürte ich, dass er uns gern hatte. Erst aus der Ferne war er gut zu uns. Er grüßte in den Briefen nicht nur, nahm auch teil. Recht spät ging es mir auf, er wollte uns wie sich. Er war allein und nahm sich für das Maß. Aber wir sind anders als er. Ich bin ein Arbeiter. Ich bin, das sage ich, als Arbeiter geboren. Ich will nicht sein wie er da. Man fragt mich öfters, ob ich ihn beneide, und meine Antwort ist, dass ich zufrieden bin, ein Arbeiter zu sein.